Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der in Thüringen. Wir werden beginnen unseren Tag mit den Tieren sauber machen. Wir haben jetzt den letzten Herbsttag. Ich habe mittlerweile etwas früher umgestellt auf 6 Tage. Nicht ganz korrekt. Sollte so im Winter passieren. Aber gut, ich war zu eilig, zu ungeduldig. Na jedenfalls, mir jetzt die Tiere sauber machen. Wir haben ja jetzt die Feldarbeiten so nicht groß vor. Also sind fertig. Das heißt Tiere, Futterherstellung und Holz. Bäume fällen und so, ne? Und Bäume verkaufen. Aber wie gesagt, Schwerpunkt ist immer Tiere sauber machen und füttern. Wo wir heute nicht füttern müssen, wir haben gestern gefüttert, also reicht also normalerweise aus. Aber putzen wir trotzdem. Da kommen wir nicht drum rum. Fahren wir rüber zu den anderen beiden Stellen. Wir müssten da ein extra Fahrzeug haben, wäre ein bisschen besser, aber gut. Die Fahrzeuge sind ja auch nicht so billig, ne? Mal ganz klar den Mist, das Förderband wieder aktivieren, dass es nicht so voll wird. Er sieht zwar optisch aus, er läuft, aber das ist nicht so. Steht verkehrt ein Förderband. Wenn man das hier richtig voll ist, dann lässt sich das Förderband nicht mehr bewegen. Und solange er hier das reinkippen kann, kann er tun. Das ist unsere einzige Quelle zum, ja, zum Geld verdienen zurzeit. Ne? Also wir könnten auch Silage verkaufen. Aber das ist nebensächlich eine Silage. Müssten wir irgendwann mal die BGH, also die leer machen. Platz haben, vielleicht nächstes Jahr ein bisschen ja, Hälfte, falls Wetter nicht mitspielt und wir können kein Körnermais ernten, dass wir in unsere Silage machen müssen. Ups. Tag, Mu. Ja, heute ist, ja, ich wünsche immer allen einen schönen Pfingst Montag. Noch einen schönen freien Tag, genießt den. Na gut, bei uns kommt ja im Süden der nächste Feiertag auch bald wieder. Frohe Leichnam, am Donnerstag. Ob ich dann frei habe, aber Freitag glaube ich eher nicht. Aber das macht nichts, ne? Freitag sind bei mir eh nur 6 Stunden zu arbeiten, 6,5 genau genommen. Ist schon okay. Noch kurz zu dem Thema Livestream. Was Sendo die hat irgendwie die Netzwerkleitung, keine Ahnung, nicht nur die Leistung gehabt, die es normalerweise haben würde. Da es ja bei LS Top Leaf dieselben Einstellungen Prinzip übernehme. Also das ist ja das gleiche mehr oder weniger. Was soll das hier? Ich bin irgendwo gegengefahren. Gut, Unfall. Unfall. Na gut. Dann müssen wir mal ganz kurz. Den kleinen Radler, den wollte eh noch sauber gemacht, ist ja im Prinzip jetzt. Hier müsste noch Diesel rein. Dann haben wir noch das Gras. Ob das noch gut ist, alle Frage, ne? Na, Diesel kaufen können wir jetzt keinen, ne? Also pleite. Naja, pleite will ich nicht, aber
müsste mir Geld pumpen. Ich wollte aber weg, ne? Ja, auf geht's. Den anderen bisschen aufrichten. Und dann schauen wir nachher gleich die Strohballen, ob ich die jetzt gleich die noch draußen rumstehen nutze, um die vernünftig vor der Erschaffung mitnutzen werde. Ein ganz wilder Fahrer hier. Gut, der ist ein bisschen schwach, also so leicht. Könnte sein, dass es nicht klappt. Weil er keine... Versuchen mal ganz unten anzukommen. Gut. Fahren wir links vorbei. Richtung. Da geht nicht vorne einer aus. Strohball. Wir haben uns zum Glück nur noch Arbeit so nebenbei. Das ist so auf dem Bauernhof so, ne? Du wirst ja nicht viel draußen, nur einer. Aber das Problem ist ja, bei Regen wird es ja weniger, ne? Können wir gleich sehen. Das ist von links hier, von Krone. Okay, 4800 hat der. Müsste aber eigentlich 6000 haben. Deswegen fahren wir gleich in Richtung Mischfutter. So. Der wird noch nicht weniger. Ich müsste mir irgendwie ein Fahrzeug holen, einen Anhänger und so. Einen kleinen flachen. Aber gut. Denk mal, das ist nicht notwendig. Weg frei, ne? Okay, 6500. Das ist von den Stroh und eine der Ballenpressen. Die großen. Ist soweit ganz okay. Ich muss ehrlich sagen, es geht auch ohne. So, jetzt holen wir die vier da hinten abholen, die da noch rumliegen, also unter der Halle. Sollten eigentlich trocken sein, wenn die Halle wetterfest ist, also seasonsgerecht ist. Bin mir noch nicht ganz sicher. Also gleich zwei Kriege. Ja, die waren alle in der Ballenpresse. Ich habe die ausgeliehen gehabt. Ich hab die nicht mehr. Das ist das Problem.
Ist ein bisschen schwer für den Kleinen hier, ne? Aber nur so Methode, 13.000, also kein Verlust durch Regen jetzt, ne? Also hat er die ganze Nacht geregnet. So, ist schon wieder voll, ne? Der arbeitet schnell. Aber wie gesagt, wissen wir selber, haben wir ja, wir haben eine Silage. Heuer haben wir auch eine genug. Ja, Regen wieder mal in Thüringen, ne? Ich habe umgestellt gehabt und mit dann war Regen. Ne? Also man soll nicht während der Ernte umstellen. Also macht nicht den Fehler. Ich habe es irgendwo in der Auto verkehrt gemacht im Herbst. Und denke mal, der Schaden ist nicht so groß. Denke ich mal. Das ist eigentlich eine Mistgabel, die ich hier habe. Oder Silage, kann auch sein. So, die ist verarbeitet. Was ich noch machen könnte, Unkoppelkämpfung, prolaktisch. Oh, denke mal, das können wir im Frühjahr auch noch machen. Ne? Gut. Haben wir noch ein Stroh? 420.000 Heu und Silage. Aber wie gesagt, man braucht ja mehr Heu als die anderen sind ja weniger. Aber für heute reicht's. Jetzt habe ich genug gemacht, die draußen waren. Ne? Also nächstes Mal fahren wir halt mehr. Da werde ich einen Anhänger besorgen. Oder mal mit Auto ranfahren, da muss das neue Lager, also das Lagerprinzip leer sein. Bis einmal voll. Einmal wegfahren bitte. So, und den anderen mal auch gleich wegfahren, wieder oben. Dass wir da Ordnung reinkriegen hier. Das Diesel fehlt. Schaffst du das halt nicht. Unkraut weg schon, wie gesagt. Man kann zwar theoretisch striegeln, aber da will es ja nicht. Glücklich mit striegeln. Ein bisschen nur unterwegs mit striegeln. Oh, das fällt doch noch voll. So, so, guck mal, ob die Maßnahmen geholfen haben, sauberkeitmäßig. Das passt. Ja, der geht irgendwie nicht sauberer, keine Ahnung warum. Der 100% und da. Aber die Tiere sind gesund, das anscheinend. Sonst müsst ihr mir da was einfallen lassen. Das hieß ja umstallen. Doch, fertig. Oder misst es alle. Wir machen den mal leer. Dann können wir ja später aller Ruhe um. Naja, ah, jetzt geht ja den Lenker. Lenker das mal wieder aktivieren. Mache ich jetzt aber nicht, aber das mache ich später. Das heißt, wenn eine Folge fertig ist. Ja, mit 5 aktuell, mit 5, das ist ganz gut. Sollte man bei 6 Tagen sowieso tun. Nur bei der Ernte, da ist am Fehlen auf 1. Dass man wirklich nicht Zeit verschenkt. Ne?
Normalerweise würde ich jetzt ja, obwohl ja, die Lager voll machen mit Saatgut und Dünger. Aber ich weiß aktuell nicht, wann die neue Karte kommt. Weil wenn es im Frühling kommt, dann würde ich ja sowieso in Anführungszeichen noch die Ernte einbringen. Ne? Das ist das Minimum, ne? Also die Ernte soll schon rein. So, Lüschauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Jetzt haben wir schon Dank fürs Reinschauen. Dann sagen wir Tschüss und Winke, Winke. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.